Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. In einer Seniorenresidenz im Sodenmatt in Huchting ist am Dienstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennt ein Dachstuhl auf eine Breite von rund 200 Metern. Drei Stockwerke seien von den Rettungskräften bereits geräumt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 200 Bewohner wurden in einer Turnhalle untergebracht und werden medizinisch untersucht. Man gehe davon aus, dass einige Personen mit einer Rauchgasvergiftung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden müssen, so ein Sprecher der Feuerwehr. Gegenüber Radio Bremen erklärte der Betreiber Bremer Heimstiftung, dass alle 170 Bewohner in Sicherheit gebracht wurden.